Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks. Und der heutige Park ist von jemandem, der hat schon öfter Parks eingeschickt. Und die Parks waren bis jetzt immer sehr, sehr gut, deswegen freue ich mich auf jeden Fall darauf. Nämlich von dem guten alten Black Schwammig. Und er hat natürlich auch wieder was dazu geschrieben. Und zwar, hey Dandy, ich bin's wieder. Ich hatte mal wieder Langeweile und habe ein paar Parks gebaut und habe dir den schönsten rausgesucht, um ihn dir zu schicken. Ich hatte dir schon mal einen Park geschickt, in Klammern Dandy Park. Ich glaube, wir hatten schon zwei Parks von dir, oder nicht? Oder drei? Bin mir gar nicht sicher. Ich weiß aber, dass deine Parks immer sehr, sehr gut waren. Ich hatte viel Spaß dabei und habe mir wieder viel Mühe gegeben. Die Dinos habe ich nach deinem Discord-Team, Admins, Crew, Mods, den VIPs und ein paar YouTube-Kommentaren benannt. Das finde ich sehr, sehr cool. Sehr gute Idee. Sonst habe ich alles außer die Futterstation und Tore benannt. Ach ja, und die Einschiebenbahnennamen hängen zusammen. Okay, das heißt, wir müssen wahrscheinlich jede Einschiebenbahnstation nacheinander lesen. Wahrscheinlich werden wir eh nicht die richtige Reihenfolge haben, aber mal gucken. Und ich habe im Hemd-Entwicklungslabor ein paar Dinos vorbereitet, die du freilassen kannst. Du wirst schon sehen, warum. Lass sie dann einfach im Gehege. Ich weiß, dass es dauert, ehe ich rangenommen werde, da ich schon mal ein paar geschickt habe und du noch viele hast, die du bewerten musst. Die Bauzeit ist k 20 Stunden. Okay, liebe Grüße und viel Spaß, Black Schwammig. Ich habe das Ganze einfach nach Reihenfolge gemacht. Also falls du schon mal was eingeschickt hast oder so, das spielt keine Rolle. Ich habe ja den Reset gemacht und jetzt gehe ich die alle von unten nach oben durch, in der Reihenfolge, wie sie mir geschickt wurden. Und jetzt bist du an der Reihe, Black Schwammig. Ich freue mich sehr auf deinen Park und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt in deinem Park. Wie oft ich diese Fluganimation auf Isla Nublar schon gesehen habe, ey. Da sind wir wieder, zurück auf Isla Nublar, leider. Aber, ja, habe ich mir schon gedacht, dass noch viele Isla Nublar-Einsendungen kommen. Kann man nicht ändern. Aber, da sind wir auf deinem Park. Oder in deinem Park. Dino-Paradies ist der Park, glaube ich, im Speicherstand. Und sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Sehr, sehr grün und... wir wollen jetzt nicht zu sehr uns spoilern. Wir gehen direkt zum Eingang. Und, ja, dein Park heißt Dino-Paradies. Ein sehr schöner Name. Ich bin sehr gespannt. Und da der Park so grün ist, lässt das ja schon mal auf Gutes verhoffen, dass es zum Motto passt. So, wir gehen hier... in Besucherperspektive. Oh mein Gott, es geht direkt mit einer Jurassic Tour los. Boah, das ist ja genau mein Ding. Erstmal Controller anmachen und let's go. So, da gehen wir direkt hin. Ach, ist das toll. Ich liebe Jurassic Touren und ich liebe Gyros Fernfahrten, das wisst ihr ja. Deswegen geht's jetzt direkt los. Oh, wie schön. Direkt so ein buntes Mischgehege mit Pflanzenfressern. Ach, toll. Stellt euch mal vor, ihr kommt in so einen Park und dann habt ihr direkt sowas. Ist das nicht nice? Wunderschön. Ich sehe da hinten mal Menschies. Ich sehe Edmontos natürlich. Ich glaube, Triceratops sind das da. Oder sind das Toros? Ich weiß es nicht. Mutaburas sehe ich, glaube ich. Ah, richtig schön. Oh, da hinten ist sogar ein Brachio. Was ist nice. Ah, ich komme mit der Kamera nicht hinterher. Nein. Leider nicht geschafft. Der kommt hier sogar richtig hin. Boah, jetzt richtet er sich auf. Lass mich zurück. Ich will da hin. Ich will das beobachten. Hallo, du Hübscher. Mit deinem Lila in den Kopf. Da ist er. Ist er nicht wunderschön? Der macht richtig Show für uns. Gefällt mir. Na gut, jetzt wollen wir auch... Oh, jetzt richtet er sich nochmal auf. Und brüllt hier nochmal ordentlich rum. Okay, wir fahren vorbei. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich habe heute richtig Lust, eure Parks zu erkunden. Ich glaube, ich werde auch ein paar in Folge aufnehmen, also ein paar Parks. Weil ich einfach gerade richtig, richtig Lust darauf habe. Da oben ist die Einschienenbahn. Ich mag ja gern diese Perspektive, aber ich habe immer das Gefühl, dass ich sehr viel übersehe. Ist ein leicht reizbarer Dinosaurier. Er kann sehr hohe Geschwindigkeiten erreichen und rammt alles, was ihn beunruhigt. Oha, okay. Das wusste ich nicht, dass der Toro so empfindlich ist. Oh, hier ist sogar ein Diplodocus. Das ist nicht cool. Ah, das ist ein... Oh mein Gott, das ist kein Diplodocus. Das ist ein Ankylodocus. Das ist ein Hybrid. Du hast das gar nicht erkannt. Ich dachte so, Diplodocus, aber hinten hier die Keule und viel mehr Stacheln als der normale. Was? Ey, das ist mega das krasse Mischgehege, ne? Oh Gott. Da müssen wir echt ein bisschen aufpassen. Kommt uns bedrohlich nahe. Du's nicht. Nein, alles wird gut. Okay, wir fahren weiter, Leute. Oh, ist das nicht wunderschön? Leitet sich von seinem unglaublich großen Humerus ab. Er ist so bekannt, dass sogar ein Asteroid nach ihm benannt wurde. Ah, ist einfach so wunderschön. Okay. Könnt ihr stundenlang in dem Gehege verbringen.
Ist noch ein Struthiomimus. Hier gibt es einfach alles zu sehen. Oh, ist das nicht toll? Ist einfach richtig wundervoll. Ich liebe solche großen Pflanzenfressergehege. Ja, der Struthiomimus hat auch echt schöne Skins, ne? Ist hier der blaue Skin. So. Was hatten wir hier? Ich glaube, das war ein Apatus da drin. Aber es ist halt wirklich voll das Dino-Paradies, ne? Die Dinos haben hier echt viele Rückzugsmöglichkeiten mit dem Dschungel und so. Und das dürfte ein Apatus sein. Der Apatosaurus ist ein großer Sauropode mit einem langen Hals und einem ebenso langen Schwanz. Sein Name bedeutet trügerische Echse. Trügerische Echse, das klingt ja nicht so nett. Okay, hier haben wir die wütenden und gefährlichen Taurus. Schauen wir da mal vorbei. Hoffen wir, dass er uns nicht wegrammt. Also brüllen tut er schon mal. Aber noch scheint er hier keine Faxen machen zu wollen. Alles entspannt. Aber da kommt auch schon sein Bruder. Nicht, dass der Ärger macht. Oha. Jungs, macht mich nicht kaputt. Oh, oh. Oh. Oh, die sind friedlich. Guck mal. Guck mal, die meiden mich. Die rammen mich nicht. Ist ja mega nice. Jetzt grasen sie beide neben mir. Oh, ist das nicht ein tolles Bild? Wartet mal. Ganz kurz. Thumbnail machen. Okay, da bin ich wieder. Wir verschwinden jetzt hier, bevor es hier Ärger gibt. Rückwärtsgang. Weiter geht's. Ich habe mal eben ein kleines Bildchen gemacht. Das war nämlich gerade sehr, sehr schön. Ob ich das im Endeffekt dann als Thumbnail benutze oder nicht, weiß ich nicht. Das müssen wir dann schauen. Weiter geht die wilde Fahrt. Also ein ganz tolles Gehege bis jetzt. Fällt mir sehr gut. Das ist genau mein Ding, so ein Gemischgehege. Und du hast auch nicht so übertrieben mit den Dinos. Ich finde, das geht noch voll klar. Für die Gehegegröße ist es auf jeden Fall sehr angebracht. Und jetzt geht es hier auf so einen richtig schönen Berg. Jetzt werden wir nochmal eine richtig schöne Übersicht haben. Helle Lichter können die Dinosaurier erschrecken. Also verwenden sie beim Fotografieren keine Blitze. Ja, guck mal, wie wunderschön das ist. Da unten die Struthiomimus, der Brachiosaurus am Trinken. Dann da Edmontos, Apatos. Das ist ein Traum. Diese Tour würde ich auch gerne in echt fahren. Also da wäre ich sofort dabei. Mega cool. So, Kollegen, wir überholen nochmal eben. Hier haben wir nämlich nochmal Menschies. Sind ja auch Riesen. Können sogar gerade den Kopf erkennen aus dem Inneren des Fahrzeugs hier. Liegt aber nur daran, dass er da unten auf der Ebene steht. Guckt euch mal an, wie groß die sind. Wir gehen den gerade mal so bis zum Knie oder was das ist. Denen er Pflanzenmaterial zerkauen kann und nicht zur Verdauung Steine fressen muss wie andere Sauropoden. Das mit den Infos ist echt nice. Aber krass, okay. Der hat wohl ein paar mehr Zähnchen als die anderen. Was bist du denn für ein Süßer? Ich kann nicht bremsen. Und er hat sich auch versteckt da. Egal, Leute, wir fahren weiter. Ihr regt euch wahrscheinlich schön auf, weil ich viel zu lange hier die Fahrt genieße. Ah, die war wirklich toll. Tolles Gehege. Das war auch echt voll das große Gehege, oder? Ja, mega. Schaut mal, wie schön das Gehege auch aussieht von außen. Hier die Berge, hier das Gewässer, ein bisschen Strand. Hast du super gemacht. Richtig nice Gehege, Blackschwammig. Ich überfliege mal eben die Namen. Leon Siegel, KB Version 2.0, Max, Marlon, Indospino, Toastkeks, Jaju, oh, Andrea W., BK 3504, Christian Langschwert, Airboom, CTB, die Mimi, Max Tönnies, Zelda Fanboy, Anja Hahn, It's Syntax. War das Indospiel nur zweimal da? Oder habe ich den jetzt nur zweimal gesehen? Ich glaube, ich habe ihn nur zweimal gesehen. Ah, ist echt toll, dass du die Namen hier genommen hast. Dir Doofmand, Miss Dado, Jerry, mit einem ganz langen Namen, okay. Jerry 03, Nubikus und Fluras, dass du das N vergessen, I-Fluras. Digga Wick, Exe Erik, oh, den habe ich auch lange nicht mehr gesehen, den guten. Der Fuchs, den Fuchs auch nicht, Joins auch nicht. Ja, das sind alles Leute, die haben sich schon lange nicht mehr blicken lassen, leider. Ja, vielleicht sehen wir die bald mal wieder. Weiter geht's, Leute, weiter geht's. Und hier haben wir die erste Einschiebbahn. Dann, die fährt mich eh nicht. Eigentlich müssten wir jetzt aus Prinzip, ne? Müssten jetzt eigentlich aus Prinzip, Leute. Oh, wie viele Dinger hier fahren, wie viele Züge. Mega nice. Sollen wir mal machen? Sollen wir mal uns so eine Tour gönnen? Ich glaube, das wird hier eine lange Folge, Leute, weil ich das gerade richtig enjoye. Ich weiß nicht. Okay, Leute, wir haben einen Deal. Wir fahren das Ding, wenn wir in diesem Zug hier landen. Dann fahren wir das, okay? Bin ich in diesem Zug, oder? Ne.
Okay, never mind, Leute. Wir fahren das Ding nicht. Pech gehabt. Okay, wir gehen links lang. Rechts? I don't know. Wir gehen erstmal hier hin. Und dann gehen wir zur nächsten Jurassic Tour. Oh yeah. Oh mein Gott, das ist genau mein Ding hier heute. Tour Truck fahren. Und direkt ein Sinoceratops am Start. Hello. Na du Kleiner? Ist ganz schön nah, ne? Sinoceratops, Triceratops sehe ich. Okay, hier ist ein Topsel-Gehege. Sehe auch schon wieder Hybriden. Also du hast auch krass Hybriden hier untergebracht. Ich glaube, das hier ist übrigens... Ist der Skin? Ne, das ist auch nicht der Skin, den ich gesucht habe, oder? Für den Hybriden. Hey, ganz ruhig. Ich weiß, ich kürze gerade voll ab, aber ich will gerade mal kurz die Skins checken. Hier, das ist, glaube ich, der Skin. Lauf mal in die Sonne. Von dem Stegoceratops. Ja, das ist hier, der goldene. Oh Gott, nicht kaputt machen. So, gerät denn da so in Panik? Hier, der hier. Den hätte ich gern gemacht in meinem Hybriden. In meinem Hybridenpark. Oh Gott, okay, das ist sehr gefährlich mit diesen Stegoceratopsen. Auf jeden Fall diesen goldenen hätte ich gerne gemacht. Im Hybridenpark. Habe ich aber leider nicht rausgefunden, welcher das ist. Hätte ich jetzt nachschauen können, aber ja, passt schon. Ey, noch schnell vorbei hier, Kollege. So ist nicht. Lass mich doch hier nicht verarschen. So. Weiter geht's. Wir haben wieder eine riesige Tour vor uns. Richtig toll, wenn ich deinen Park in so Touren erkunden kann. Zwei Meter! Oh mein Gott, dieses Ding beim Para. 2 Meter ist das groß. Holy moly. Okay, was haben wir denn hier? Uluru Titan haben wir hier. Der hat auch sehr schöne Farben, ne? Mega, mega nice. Richtig schön bunt. Dann haben wir Uranosaurus. Oh Gott, was hat er denn für Zuckungen? Sache rammt mich nicht weg. Oh, hier vorne schläft ein süßer Para. Oh. Schaut euch den an, den Kleinen. Ich will ihn eigentlich nicht stören, aber ich will ihn beobachten. Na du? Komm, wach für uns auf. Ich möchte das sehen. Der Uranosaurus hat große Stacheln entlang seines Rückens und Schwanzes, unter denen ein Segel verläuft, das er zur Regulierung seiner Körpertemperatur benutzt. Schläft aber lange. Oh, da wacht er auf. 2 Meter ist das Ding da oben. Das ist echt krass, ne? Aber richtig toller Dino. Auch einer meiner Lieblingspflanzenfresser. So, weiter geht's. Auch richtig schöne Berge und Felsen und sowas du platziert. Man sieht, dass da viel Liebe drin steckt in den Gehegen. Deswegen enjoy ich, glaube ich, auch die Tour so, weil es einfach alles so schön aussieht. Das ist halt der Parkname ist wirklich Programm hier. Wir sind schon wieder am nächsten Gehege. Oh, hier ist Fleischfresser angesagt. Oha, ich sehe hier nur, dass die Fleischbrocken liegen. Aber welcher? Oh, ich sehe schon, okay. Ich weiß nicht, ob ihr es auf YouTube auch schon gesehen habt. Ja, werden wir gleich noch zu Gesicht bekommen. Ich glaube, dieser Fischfutterspender, der verrät schon ein bisschen, was es sein könnte. Ja, da seht ihr schon. Nämlich ein Spinosaurus. Oh, oh. Er hat sogar Interesse an uns. Beobachtet uns, ne? Der ist genau im Blick. Die Fossilienfundorte deuten darauf hin, dass oh, jetzt kommt er her. In küstennahen Regionen mit Überschwemmungsebenen, Sümpfen und Mangrovenwäldern lebte. Aus diesem Grund haben wir ihre Ernährung vor kurzem um frischen Fisch erweitert. Er trinkt nur was. Ich glaube, wir können mal eben die Chance nutzen, während er trinkt. Ich glaube, er will was trinken. Okay, er hat uns vorher nochmal angebrüllt, um uns zu zeigen, dass er da keinen Bock drauf hat. Aber ich will ihn mal eben ein bisschen näher beobachten. Nicht, dass der uns frisst. Das sieht aber auch fies aus, ne? Eieieiei. Okay, wir fahren weiter, Freunde. Da sind auch noch irgendwelche anderen Kleinen. Proceratus oder was sind das? Nee, das sind... Boah, die sind aber fies. Das sind Trodons, ne? Ich glaube, das sind Trodons. Okay, der verscheucht auch die Trodons. Okay, wir hauen jetzt hier ab, Leute. Der Spino ist mir nicht ganz geheuer. Der ist auch immer so laut am Brüllen, das ist so krass. Ich glaube, der Spino hat mit Abstand den lautesten Schrei in JWE. Weiter geht's. Into the next Gehege.
Enclosure heißt das, glaube ich, auf Englisch, ne? Please stand clear. Ah, du hast auch immer schön so Berge gemacht und diesen großen Baum. Ich liebe ja diesen großen Baum, der ist so toll. Ich finde es echt schade, dass es bei JWE nur so wenig verschiedene Deko-Sachen gibt. Das ist wirklich, wirklich sad. Oh, guck mal, hier vorne schläft nochmal ein Trizi. Über zwei. Ach, da ist auch noch ein Penta im Hintergrund am Schlafen. Kann leider gerade nicht weiterfahren. Oh, die wachen parallel auf. Ach, wie süß. Ja gut. Ich glaube, wir haben das nächste Gehege geschafft. Wenn ich denn hier vorbeikomme. Gut, es macht keine Faxen. War wieder eine tolle Fahrt. Hat Spaß gemacht. So, natürlich. Wo sind wir denn jetzt ganz lang gefahren? Hier, ne? Durch diese drei Gehege. Ah, wie schön das auch aussieht von hier oben, ne? Also die Wege hast du sehr schön gemacht und die Gehege auch so. Richtig nice. Gefällt mir. So, jetzt haben wir wieder einiges an Namen zu erkunden. Stella, Toad Champ, Iax Gaming, F&J, Modon, Bananenking, Mohammed Hassan. Die Leute, die sich hier wiederfinden in dem Park, schreibt mal was in die Kommentare. Jonri, Entschuldigung. Gigilas, The Gamer Girls, Dragon, Felix Meyer, Peppy, Games Queen, Mats Kolbe, Tim Shade, Rachel Tobe, Architect Pfosten, Simstar, Lord Kylo, Mika Herzchen, Rotari, oh, das Möwe, Offline-User, das Ballsieper, ausverkauft, und Le Kröde. Okay, sehr, sehr cool. Ich finde die Idee echt super, dass du es gemacht hast. Große Vielfalt zu sehen. Ich habe gar nicht jetzt auf alle Namen geachtet, aber wenn ich was übersehe, ist auch nicht schlimm. Spaß und Spannung garantiert. So. Ja, Spaß hatte ich bis jetzt wirklich und Spannung. Wir gehen weiter. Ich weiß, ich sollte mich ein bisschen beeilen, Leute, sonst wird das Video viel zu lang. Wir fliegen hier entlang. Wo geht es denn hier hin? Wo geht es nirgendwo hin? Doch. Haben sie gefunden. Unwichtig. Yay. Okay, unwichtig. Ist nur so ein Sicherheitsdings oder so. Zentrum. Ein sehr steiler Weg. Sieht sehr unangenehm zu laufen aus, aber ist ja nicht weiter schlimm. Ah, ich verstehe, okay. Du hast hier nämlich einen schönen Berg gemacht mit zwei Türmchen, wo wir es sehen können. Da schau, Dinos. Da schauen wir doch mal durch. Okay, was sehen wir denn da? Oha, lass mich nicht lügen. Das sind wahrscheinlich Jangos. Oh, ich bin so gut. Ich bin so gut. Ich habe mich nicht blamiert. Okay. So langsam lerne ich, wie die aussehen, die Dinger. Da werden wir wahrscheinlich gleich auch noch einen besseren Blick kriegen in das Gehege. Das nochmal einmal, Daschau-Dinos. Auch eine wunderschöne Sicht, ne? Über den gesamten Park gefühlt. Da sind wir vorhin durchgefahren. Spinos. Genau da unten, wo jetzt hier der Truck fährt. Die anderen, in dem Gehege waren wir auch schon. Ja, richtig cool. So gehen wir auch wieder zurück. Und dann gehen wir ja hier entlang. Dem Gehege rechts waren wir noch nicht. Ich glaube, das ist ein Indominus Rex, kann das sein? Das ist natürlich, der Zaun für so einen Indominus Rex ist natürlich schon, das finde ich schon ein bisschen gefährlich. Aber, ja gut, man will die Dinos ja dann auch zu Gesicht bekommen, ne? Wir biegen mal hier ab, weil ich will mal gucken, ob wir hier nochmal eine schöne Sicht bekommen. Oh ja, kriegen wir sogar. Kommt jetzt sogar gerade an den Zaun. Ja, schau an. Und legt sich schlafen. Ja, gute Nacht. Irgendwie schlafen alle Dinos in deinem Park. Aber ist ja auch nicht verkehrt. Ich verlaufe mich hier gerade voll, ne? Ich bin doof im Weg gelaufen. Ich gehe wieder zurück hier. Also hier kommen wir her. Gehen wir hier lang, sonst verlaufe ich mich. So. Mich auch nicht. Wahrscheinlich mit Fahren, ne? Ich habe vorhin das Glück entscheiden lassen, ja, ob ich dich fahre oder nicht. Ich kann nichts dafür. So, hier haben wir nochmal einen Blick auf das Gehege. Da sehe ich auf jeden Fall Stegos noch. Auch wieder mit tollen Namen. Polarkantos. Und ja, da sind wahrscheinlich noch mehr Dinos drin. Ich hoffe, wir haben hier auch noch eine Fahrt. Ne, sieht aber nicht so aus. Ich glaube, wir fliegen mal eben so in das Gehege, Leute. Ist, glaube ich, keine Fahrt drin. Also haben wir Polarkantos. Auch wieder tolle Gestaltung hier. Diese Matschtexturen stören mich immer noch, wenn ich ehrlich bin. Finde ich sehr schade, dass sie das nicht gefixt haben. Hier sind Bäume. Wunderschöne Stegos hier. Im Dino-Paradies. Also es ist wirklich ein Paradies. So, was haben wir hier? Hier haben wir die Jangos. Die schleichen hier auch rum. Aber das ist auch echt den Dinos viel Platz geboten dafür, wie viele hier drin sind, ne? Das geht mega klar. Und dann haben wir hier noch Europlocephalus. Auch ein toller Dino. Ich glaube, ich würde den gerne mal kämpfen sehen. Ich glaube, wir müssen bald mal wieder bei
JWE ein Battle Royale machen. Immer wieder Zeit. Vielleicht auch ein Livestream, das wäre auch mal cool. Oh, hier haben wir auch noch mehr. Kriechtonsaurus, die haben sich versteckt. Ey, frech. Na gut, sollen sie mal da grasen, macht ja nichts. Genau, jetzt haben wir hier noch Gurke 008, Milka Toast Keks, alles klar. Feuchi, das war, soll wahrscheinlich Keuchi sein, ne? Killer XX2, bei FX, ne, bei Fabian heißt es wahrscheinlich, ne? Bei FX Bian glaube ich nämlich nicht. Marco Pischler, Luca Grefe, Markus Müller, Zickcraft, Stado, LP Money und Nico. Wieder ein sehr schönes Gehege. Und dann kommen wir hier vorne nämlich zu unserem ersten Hotel. Auch wieder schön erhöht. Ja, über die Steile hier brauchen wir nicht sprechen. Das ist natürlich immer ein bisschen krass. Aber ich weiß, das ist sonst platztechnisch alles sehr schwer, wenn man das abflacht. Gibt's hier WLAN? Ja, hoffe ich doch auch. Also in einem Hotel sollte man das schon erwarten. Auch hier eine wunderschöne Sicht. Kann man nicht anders sagen. Wirklich wunderschön. Über den gesamten Park, man sieht den Vulkan im Hintergrund. So richtig gut gemacht. Man sieht wirklich, wie viel Zeit du investiert hast. Auch wahrscheinlich in die Planung und so. Du hast wahrscheinlich vorher einen Plan oder sowas erstellt, wie der Park werden soll von der Form. Will doch eh keiner. KFC. Oh, KFC war ich lange nicht. Haben wir in Oldenburg auch nicht. Gucci. Und Gandhis Zockerecke. Aber ich bin gar nicht so der Fastfood-Fan. Also ich mag auch McDonald's und so gar nicht so gerne. Ich weiß, das klingt komisch, aber ist wirklich so. Also ich esse McDonald's auch nicht so gerne. Das heißt, ich bin kein Fastfood-Fan. Ich bin natürlich wirklich Fastfood-Fan. So Tiefkühlpizzen und so gönne ich mir ständig. Aber McDonald's, ne. Da schon, also bei Burgern eher Burger King, muss ich sagen. Pflanzeninnovation haben wir hier und Souvenirladen für Urzeitpflanzen. Oh, coole Idee. Okay, man kann hier hingehen und sich einfach mal irgendwie so einen alten Farn kaufen von vor 1 Million Jahren. Und dann in seinem Garten pflanzen. Und hoffen, dass Dinos zu einem kommen. So. Oh, ich laufe hier schon wieder so einen komischen Weg, Leute. Entschuldigt bitte. Gehe ich hier links lang. Auch hier der Weg wieder sehr steil. Aber das ist halt wirklich schwierig. Ich weiß, ich kenne das Problem. Es würde halt, wenn er es hier nicht steil machen würde, würde einfach so viel Platz verloren gehen. Ja, schau, Dinos haben wir nochmal. Auch hier eine wunderschöne Sicht. Da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Und hier wird die Sicht nicht viel anders sein. Ja, auch hier eine sehr schöne Sicht. Bin sowieso großer Fan davon, solche Türme versteckt hinter Bäumen auf Bergen zu machen. Ist mega nice. Hier waren wir auch schon bei dem Gehege, ne? Das ist das. Ist das das Spino-Gehege? Ja, da hinten ist der Spinosaurus. Hier ist er gerade am Snacken. Was haben wir denn hier? Ein. Auch unwichtig. Okay, das ist ein Sicherheitszentrum, ne? Ja. Das andere war, glaube ich, ein Wissenschaftszentrum. Glaube ich auch schon ein Sicherheitszentrum gesagt. Oh, das ist noch eine Tour. Geil, da gehen wir jetzt gleich hin. Dafür aber die Besucher. Ja, das stimmt. Ich nicht, aber die Besucher. Aber ich habe auch den Zufall entscheiden lassen. Ich bin hier sowieso schon gerade viel zu lange unterwegs. Obwohl, es geht sogar noch. Aber wir fahren jetzt die nächste Jurassic Tour. To Truck fahren. Da sehe ich mich. Da sehe ich... Und da schläft schon wieder der nächste Dino. Schnell hin, bevor er aufwacht. Der soll einen Schreck kriegen, wenn ich neben ihm bin. Hallo. Oh. Er ist erwacht und denkt sich so, what the fuck? Macht ihr hier? Erstmal weg hier. Erstmal... Aua! Erstmal noch einen Schwanzhieb mitgeben. Okay, hier haben wir auf jeden Fall Gigas. Noch schnell vor die Kollegen fahren hier. Tada! Sehr schön. Und was haben wir hier? Was gibt es denn hier Schönes? Sieht mir auf jeden Fall auch nach kleineren Fleischfressen aus. Ist das schon wieder Metriacanthus? Nee, das sind Mutter... Nee, nicht Mutterburas. Wie komme ich da jetzt drauf? Wie heißen denn die anderen nochmal? Mayungas. Und das Mayungas? Zeig mal. Mayungas. Und die schlafen auch. Hast du den Dinos Schlafmittel gegeben? Was ist denn hier los? Oh mein Gott. Oh! Okay. Anscheinend sind die Dinos hier sehr schläfrig unterwegs bei dir. Zu Mayungas habe ich ja schon öfter gesagt, was ich davon halte bei JBE. Ist jetzt nicht mein Favorite. Oh, T-Rex, okay. Wir hören schon an der Ansage. Könnte der Dandyman heißen? Mal gucken. Ich hieß ja schon in sehr vielen Parks der Dandyman. Oder ich war schon in sehr vielen Parks der T-Rex, wollte ich sagen. Oh, hier sind auch noch Deinonychus. Da flitzt er gerade. Oh, wo ist der Rex? Oha, da. Kommt jetzt auch zu uns.
schleicht sich richtig an, ne? Als wenn er uns fressen will. He's coming. Ja, aber er will keinen Ärger oder so. Geh mal näher ran. In der Hoffnung, dass er uns nichts tut. Okay, ich sollte vielleicht doch verschwinden. Ja. Der Tyrannosaurus Rex ist für seinen gewaltigen Kopf und seine... Das ist ja wie im Film hier. Schnell weg. Es gibt wenige Dinosaurier, die diesen Kampf gegen den Tyrannosaurus Rex machen. Please stand clear. So, nächste Gehege. Wo sind wir denn hier gelandet? Ich glaube, Pflanzenfresser sind das da vorne, ne? Oh, hier geht's über so eine quasi Brücke. Ne, von wegen Pflanzenfresser. Das sind Suche Mimus. Da lauert er. Unser Rechten. Die Scheiben sind immer so beschlagen, ne? Na, gehen wir wieder in die Sicht hier. Vielleicht frisst er was für uns, ne? Aber er stellt sich voll in den Weg. Sehr gut. Jetzt kommt auch schon der zweite. Die scheinen auch gar keinen Bock auf uns zu haben. Versuchen wir schnell hier durchzuflitzen. Oh. Hier durchzuflitzen. Noch schnell vorne weg. Jo, geschafft. Man hat durch das Schnappgeräusch gehört. Aber alles gut gegangen. Okay, jetzt sind wir bei den Gigas. Das heißt, wir sind jetzt im Kreis gefahren, ne? Und noch schnell hier vorbei. Wie sie immer nach mir schnappen. Auch eine sehr schöne Tour gewesen. Schöne Fleischfressertour. Und die Gehege sehen auch wieder nice aus, ne? Also richtig schön angeordnet. Ja, gefällt mir gut. Richtig Spaß gemacht wieder. Jenny, Star-Lord, Akira, Marcel Braune. Wo kommen meine ganzen VIPs? Olodriel, Suizel, Dandy. Da, ich bin der Rexy. Ich wusste es. Ich wusste, ich bin der Rexy. Dankeschön für diese Ehre. Ryzen. Ja, Ryzen heißt eigentlich, ne? Okay. Error und Magnus Magnus. Sehr, sehr schön, dass du die alle verewigt hast. Mal gucken, wer das von denen sieht und was in die Kommentare schreibt. Da bin ich sehr gespannt. Wahrscheinlich nicht so viele. Aber mal gucken. Ich will nichts vorwegnehmen. Ich rette euch. Hoffe ich doch. Fliegt man auch eben hier den Weg lang. Und ich glaube, wir haben den Park schon fast durch jetzt, Leute. Also so lange hat es gar nicht gedauert. Die wissen, was gut ist. Die Besucher? Ich nicht, oder was? Du machst mir ja schon quasi ein schlechtes Gewissen. Ich glaube, ich muss gleich deine Tour noch fahren. Aber es ist schon endlich pennen. Ich bin noch gar nicht müde, obwohl es schon wieder spät ist. Ach ja, ich sollte ja auch noch hier die Dinos freilassen. Okay, wir werden definitiv nicht mehr die Tour fahren. Das wird viel zu lange dauern sonst. Dandys VIP-Feature. Was haben wir denn hier? Muss ich das verstehen? Ich werde schon verstehen, warum. Ich glaube, das ist ein Rätsel, oder? Black Schwammix Wunderlabor. Bin gespannt. Ich versuche das Rätsel zu lösen, was du mir hier stellst. Du meintest ja, das hätte irgendwas. Also ich werde schon checken, was du damit meinst, mit dem Freilassen. Oder irgendwie sowas hast du gesagt. Okay. So, fällt mir jetzt erstmal nichts auf. Ist einfach nur ein blauer Strutiomimus. Dracorex. Was könnte das denn für ein Rätsel sein? Also ich glaube, es ist ein Rätsel, oder? Irgendwas muss es mir ja sagen, die Dinos hier, die du reingemacht hast. Die hat aber auf jeden Fall schon mal von der Farbe her nichts damit zu tun. Richtig verwirrt, was das heißen könnte. Strutiomimus Dracorex. SD. S-D-O-T-B. Ne. Urano? Okay. Triceratops. Und Brachio. Ich lass die mal so frei, sonst dauert es zu lange. Dann dieses VIP-Feature. Absolut keine Ahnung, was du damit meintest. Vielleicht weiß es ja jemand in den Kommentaren. Und auf jeden Fall der Triceratops. Puh, wir gehen mal ganz kurz hier weiter gucken, bis die anderen Dinos draußen sind. Dann gucken wir mal, ob wir es checken. Keine Sicherheit garantiert. Stürzt eh ab. Oh, wow. Okay,
Okay, was haben wir hier? Nur ein Aushilfsjob. Wo bin ich? Habe gerade keine Lust. Was mache ich hier eigentlich? Also sehr motivierte Mitarbeiter, so wie es aussieht. Ich habe keine Ahnung, was du mir hiermit sagen willst, um ehrlich zu sein. Vielleicht weiß es jemand von euch. Ansonsten verrat es gerne mal in den Kommentaren. Ich habe wirklich keinen blassen Schimmer. So, hier geht's weiter. Hier hast du dann nochmal eine schöne Aussichtsstation gemacht, wie du es ja schon öfter gemacht hast, mit Bergen. Finde ich sehr, sehr cool. Dadurch hast du einfach schon allein Höhenunterschiede in deinem Park und du hast sehr tolle Aussichtsplattformen. Bin ich ja sowieso großer Fan von. Aber ich glaube, wir haben jetzt fast deinen Park durch, ne? Ich hoffe, wir haben auch alle Namen gecheckt. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Hier waren wir. Ich glaube, wir haben es durch. Und ich habe das Rätsel leider nicht gecheckt. Keine Ahnung. Ich habe wahrscheinlich auch so einige Läden. Miris Zockerecke, Louis Vuitton, KFC. Will auch eh keiner. Ich habe wahrscheinlich auch einige Namen oder Läden oder so übersehen. Aber ich muss sagen, der Park hat mir richtig Spaß gemacht. Der ist toll gestaltet. Der Name Dino Paradies passt auf jeden Fall. Den Dinos geht es hier super. Die Touren haben richtig Spaß gemacht. Ich fand den Park super und falls ihr den Park auch gut fandet, schreibt es mal unten in die Kommentare. Falls euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Falls ihr mehr sehen wollt, dürft ihr gerne den Kanal abonnieren. Und falls ihr auch mal einen Park einsenden wollt, unten in der Videobeschreibung steht alles drin, wie das Ganze funktioniert. Einfach per E-Mail könnt ihr mir das Ganze senden und nach etwas Wartezeit kommt dann auch irgendwann euer Park dran. Aber ich kann schon mal vorweg sagen, ich habe noch einige Parks in meinem Postfach. Deswegen bringt ein bisschen Zeit mit, wenn ihr was einsendet. Ansonsten bedanke ich mich vielmals fürs Zusehen. Macht's gut, haut rein, euer Dandy.